Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid im heutigen Video. Heute geht's mal wieder um das schönste aller Gefühle. Es geht um die Liebe. Es dreht sich ja alles bei uns im Leben immer um die Liebe und es geht immer darum, dass wir versuchen, an dieses Gefühl zu kommen. Und immer wenn wir was, ich sag mal, als falsch kennengelernt haben. Und die Liebe zähle ich zu den Gefühlen, die uns einfach ja falsch verkauft worden sind in der Vergangenheit, was Liebe ist. Ja, dann dürfen wir immer auch erst erkennen, was Liebe nicht ist. Und dann, wenn wir toxische Muster erkennen, dann können wir die auflösen durch die Kraft der Erkenntnis. Ja, auch die Kraft der Erkenntnis ist unglaublich heilsam und wegführend, würde ich sagen. Und mir ist da heute Morgen ein Impuls gekommen, dass wir die Liebe oder den Weg der Liebe, die Stufen der Liebe in drei Teile aufspalten können. Erstmal, was Liebe nicht ist, um uns dann hochzuarbeiten, was Liebe ist. Und ich habe da schon ein paar Videos zum Thema Liebe und was Liebe nicht ist und was Liebe ist. Und in diesem Video geht es aber um diese drei Stufen. Und die sind total simpel. Mir ist es auch bewusst geworden vor ein paar Tagen. Ja, da war ich auf Netflix und wollte mir einen Film angucken. Und dann wurde mir, ich weiß nicht, ob ihr den Film Waterworld kennt. Ja, der ist mit Kevin Costner und ich habe mich erinnert, ich fand den früher so toll, den Film und Kevin Costner auch, also so als junges Mädchen fand ich den total anziehend und attraktiv und ja, und dann habe ich mir aus heutiger Sicht, keine Ahnung, ich würde mal sagen, 20 Jahre später oder so, oder sogar noch länger, habe ich mir gedacht, Daniela, guck dir mal den Film mit deinem jetzigen Ich nochmal an. Und das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ja, Film, weiß gar nicht mehr, wie es dann ausging oder so. Ist als gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, wie sich mein Gefühl verändert hat zu diesem Film und zu diesem Darsteller in diesem Film. Und es war total spannend, weil ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel vom Film mitbekommen, konnte mich da nicht so gut drauf konzentrieren, weil es war auch viel so Geballer und das ist nicht so meins und so vom Inhalt war es jetzt auch nicht so, so deep, sage ich jetzt mal. Aber immer dann, wenn die Interaktion von ihm und der anderen Schauspielerin war, der Frau, der weiblichen Protagonistin, da habe ich dann hingeschaut und mir das angesehen, weil das war total spannend. Also, wenn ihr den Film nicht kennt, es geht darum, dass die Welt von Wasser überflutet ist und Kevin Costner ist da mit seinem Bötchen unterwegs und gibt es noch eine Frau, die ist mit einem Kind da, was so ähnlich wie ihre Tochter ist, aber ist nicht ihre leibliche Tochter. Auf jeden Fall, er wird irgendwie eingesperrt, sie rettet ihn dann und dann nimmt er die beiden, also die Mutter mit der Tochter, quasi auf sein Boot mit und dann fliehen die zusammen. Und er ist aber halt so ein Einsiedler, ja, er ist so total kalt, ja, innerlich warm im Herzen. Aber so nach außen zeigt es sich sehr, sehr kalt und abweisend, auch ihr gegenüber. Und das war so spannend, weil wisst ihr, ich fand ihn ja damals als Mädchen attraktiv und das hat mich so emotional berührt. Ja? Also es hat sich so angefühlt, als wäre ich verliebt in den. Und als ich mir das jetzt eben kürzlich angeguckt habe, und festgestellt habe, wie er sich ihr gegenüber verhält. Ja, das war total kalt. Einmal hat er sogar auf sie draufgeschlagen.
Ja, dann wollte er ihr Kind über Bord werfen, weil er gesagt hat, ja, für Kinder haben wir keinen Platz. So, dich nehme ich mit, aber das Kind so, können wir wegwerfen. Und da ist mir bewusst geworden, wie krankhaft sowas ist. Und was uns nicht nur in Filmen als Liebe dargestellt wird, sondern auch, wie wir darauf interagieren emotional und was das mit uns macht. Heute, als ich mir das angeguckt habe, hat mich das abgestoßen. Ja, da hätte ich gesagt, was bist denn du für ein Vollpfosten? Damals bin ich als Mädchen, ich glaube schon länger als 20 Jahre her, ich bin darauf angesprungen und ich fand das, also das hat mich emotional erreicht. Also das hat das Gefühl von Liebe, verliebt sein, sagen wir mal verliebt sein, Liebe nicht gleich, sorry Kevin, das hat das Gefühl von verliebt sein in mir erzeugt. Und da saß ich dann vor dem Film und habe mir gedacht, boah, Daniela, spannend, ne? Wo man sowas lernt, auf sowas anzuspringen. Und wisst ihr, es geht darum, natürlich kam dann raus, dass er im Herzen liebevoll ist und dass er eigentlich ein Lieber ist, ja, so wie aber jeder im Leben. Ihr könnt euch jeden kalten, lieblosen Menschen rauspicken und könnt bei dem Liebe im Herzen fühlen. Und das ist es, was wir häufig machen. Weil ja in jedem Menschen, jede Seele ist ja in der Uressenz Liebe. Wir können uns jeden x-beliebigen Menschen rauspicken, wenn der kalt ist, uns verlieben und sagen, ja, aber ich fühle ja im Herzen, es ist doch, der ist ja lieb, der ist ja liebevoll, der kann es noch nicht zeigen, aber ich fühle im Herzen, ist er so oder sie. Das können wir, salopp gesagt, mit jedem x-beliebigen Menschen machen und in dem das Gute sehen. Nur dürfen wir erkennen, dass das keine Liebe ist, sondern ein toxisches Muster und dass es nicht allein mit der Person zu tun hat, dass wir sagen, die Person ist was Besonderes, sondern dass wir erkennen, dass wir einfach dieses Muster in uns haben und auf eine x-beliebige Person stülpen und denken, wir können sie verwandeln oder verändern. Und das ist der Knackpunkt. Das ist genau der Knackpunkt, wo das toxische Verhalten liegt. Und das ist für mich die Stufe 1 der Liebe, dass wir uns in Menschen verlieben, die uns abstoßen, die uns abweisen, die uns schlecht behandeln und in diesen Menschen die Liebe erkennen, aber nicht, weil die Person was Besonderes ist, sondern weil wir bei uns den Zugang noch nicht gefunden haben und unsere versteckte Liebe im anderen erkennen. Und dann versuchen wir, unsere weggesperrte Liebe im anderen zu aktivieren, indem wir versuchen, dem anderen zu helfen. In dem Moment, wo wir das aber in uns aktivieren, versuchen wir das Thema nicht mehr im anderen zu lösen. Und dann finden wir es auch nicht mehr so sexy. Ja, die Daniela von heute, die in ihrer Selbstliebe ist, die das in sich aktiviert hat, die sich selber damit nährt, die springt auf sowas nicht mehr an. Im Gegenteil, sowas stößt mich ab. Ich kann immer noch die Liebe in jedem Menschen erkennen und fühlen, weil es jeder tief im Herzen trägt, weil jeder hat eine Seele und jede Seele ist Liebe. Aber es ist nicht meine Aufgabe,
das dem Menschen zu zeigen, beziehungsweise wenn, dann eben beruflich, aber nicht privat. Ich verliebe mich nicht mehr in solche Menschen. Und das ist der Unterschied, dass man das Thema in sich erkennt und in sich löst und sich immer die Frage stellt, was lässt denn jetzt dieses Gefühl oder was ließ in der Vergangenheit das Gefühl des Verliebtseins in mir hochkommen? Und war das wirklich Liebe oder war das was, wo ich mir denke, oh ja, ich bin jetzt Mutter Teresa und ich helfe dem Patienten oder der Patientin? Heute, auch wenn ich sowas bei anderen erkenne, ich sage immer zu meinen Freundinnen, ja, ist es ein Patient? Wenn ja, dann guck dir dein Thema an und löse es in dir. Ja, du musst nicht mit jedem Patienten eine Beziehung anfangen, um deine Themen zu lösen. Man kann das auch vorher machen, weil wenn man in der Beziehung drinsteckt, dann ist man irgendwann so emotional, eine emotionale Krankenschwester oder Pfleger, der dann oder die dann so gebunden ist und sagt, boah, das ist ja mein Patient, ich muss ja dem oder der jetzt helfen, ich komme da nicht mehr raus. Das ist jetzt so mein emotionales Sozialprojekt und wenn ich dann weg bin, dann, oh, dann liebt die Person keiner mehr und dann stürzt der oder die ein und dann, oh, es ist meine Schuld und bla bla bla. Da sage ich immer, wenn du sowas erkennst, dann geh da vorher raus und wenn du sagst, oh Patient, dann ist es nicht deine Aufgabe, dem zu helfen. Es ist deine Aufgabe, dir zu helfen und nicht deinem Gegenüber. Deswegen ist es wichtig, Step 1, Schritt 1, zu erkennen, was keine Liebe ist, solche toxischen Sachen. Ja, auch wenn dich Menschen abstoßen, schlecht behandeln und du dann Gefühle für die entwickelst, dass du erkennst, das ist keine Liebe, das ist manipulierte Liebe aus dem Verstand und nicht aus der Seele. Deswegen, allen Menschen, denen du in der Vergangenheit so begegnet bist oder die Liebe in dir erzeugt haben, was dann am Ende mit Schmerz einherging oder auch am Anfang schon, kannst du dir sicher sein, dass es nicht deine Seelenpartner waren, weil es keine Liebe von Herz zu Herz war, sondern von Kopf zu Kopf. Wir können uns Liebe im Kopf erzeugen und haben dann auch dieses Gefühl von verliebt sein und auch schön hat sich gemeldet, oh, Schmetterlinge und ja, ist dann wieder bis lange Zeit weg und kommt dann wieder, oh, wie schön, da ist wieder die Liebe. Nee, das ist keine Liebe, das ist aus dem Verstand produziert, der dir sagt, ah ja, push, pull, das ist normal, das ist Liebe. Es ist keine Liebe und mit diesem Menschen kann es auch niemals Liebe werden. Dieser Mensch ist nur in deinem Leben als Lernpartner, dass du lernst, was dir im eigenen Herzen fehlt und dass du aufhörst, das in anderen zu suchen oder in anderen aktivieren zu wollen. Denn jeder Mensch darf das selber bei sich. Der zweite Schritt der Liebe ist dann so die Phase könnte man es auch nennen, ja, wo man dann an so einem Punkt ist, ja, wo man schon durchs Leben gerumpelt ist, häufig verletzt wurde, häufig weggestoßen wurde, häufig unglücklich verliebt war, häufig dramatische Partnerschaften hatte und dann an so einem Punkt ist, wo man sagt, oh mein Gott, nee, bitte nicht mehr. In dieser Phase kommen dann häufig Menschen in dein Leben, die dich unterstützen, die dir helfen. Und dann sind wir so dankbar. Und wir sagen, endlich ein oder eine, die mir nicht so viel Kraft kostet. Endlich nicht mehr so viele Spielchen, so viel Push-Pull. Endlich mal normale Liebe. Vielleicht mit ein bisschen weniger Feuer, mit ein bisschen weniger tiefe Gefühle, aber dafür Sicherheit.
und Dankbarkeit. Und genau in dieser zweiten Phase, wo wir wieder denken, verliebt zu sein, ist es in Wahrheit eher Freundschaft und Dankbarkeit. Wir sind dankbar, dass endlich mal jemand da ist, der uns vielleicht unterstützt, der uns umsorgt, der uns ein bisschen Halt gibt. Uns fehlt immer noch der emotionale Halt in uns. Aber wir finden dann den Halt und die Sicherheit bei dem Gegenüber im Außen. Und das gibt uns dann auch das Gefühl von Verliebtsein. Und das geht aber mehr mit so einer Dankbarkeit einher. Ja, endlich Konstante, endlich ein bisschen Frieden im Leben. Das ist aber auch nicht aus der Seele, sondern das ist auch aus dem Verstand, der einfach dankbar ist und sagt, oh, endlich Ruhe und Frieden. Und der Verstand erzeugt dann wieder die Dankbarkeit. Und dann haben wir wieder so ein Gefühl von Verliebtsein, ja, wenn dann vielleicht sich jemand meldet und sagt, oh, wie geht's dir? Und oh, der meldet sich ja die ganze Zeit. Oh, wie schön. Oh, der liebt mich. Oh, guten Morgen. Oh, guten Abend. Oh, guten Mittag. Oh, wie geht's dir da? Wie geht's dir dort? Magst du hier? Bla, bla, bla. Ja, das ist dann häufig auch mit so einer Abhängigkeit einhergehend und mit einer sehr starken Aufmerksamkeit auch. Bleibt mir gleich die Stimme weg. Und es ist aber auch wichtig, auch hier zu erkennen, dass das Ganze toxisch ist und keine Liebe. Wisst ihr, weil Liebe lässt auch frei. Und Liebe ist keine Abhängigkeit. Und Liebe ist auch keine Dankbarkeit. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Deswegen in dieser Phase oder Stufe 2, wo wir wieder mit dem Verstand was kreieren, oder vielleicht auch Menschen sagen, oh ja, endlich, oh, das ist ja ein toller Partner, Partnerin. Oh, da endlich hast du mal Glück. Oh, wie schön. Ja, gleich heiraten. Passt doch. Ist doch alles wunderbar. Oh ja, beruflich gesichert. Ach, wie nett. Oh, wie höflich. Ach ja, auch noch witzig und charmant. Und oh, der lädt dich da ein. Oh, ihr wart im Urlaub. Oh, wie schön. Passt doch alles. Ne? Deckel drauf. Wird geheiratet. Die Frage ist nur, ist das Liebe oder ist das Dankbarkeit und Freundschaft? Weil wenn nämlich auch nicht so ein bisschen, ne, ich sag mal bei Partner 1 oder Stufe 1 ist wahrscheinlich mehr Leidenschaft. Phase 2, Stufe 2, kommt dann eher so die Freundschaft. Ne, da ist dann nicht mehr so die Leidenschaft, aber die Dankbarkeit und die Freundschaft. Und das sind dann manchmal so Konstellationen, wo man dann irgendwann sagt, fehlt mir jetzt so ein bisschen die Erotik, die Leidenschaft, die wir vielleicht in der Stufe 1 der Liebe hatten mit demjenigen. Aber das war halt immer so starke Höhen und Tiefen. Und in der zweiten Phase ist es halt eher so ein Geplätscher. Und da fehlt aber die Leidenschaft. Weil wir gelernt haben, dass Leidenschaft durch diese Höhen und Tiefen erzeugt wird. Ja, so Push-Pull. Jemand stößt mich weg. Oh, dann will ich den. Dann habe ich den kurze Zeit. Wow. Feuerwerk. Dann stößt er mich wieder weg. Falle ich wieder in ein Loch. Dann will ich den wieder. Wow. Feuerwerk. Und dann ist es eben immer diese Leidenschaft, die einfach nur durch diese Höhen und Tiefen künstlich auch aus dem Verstand erzeugt wird. Hat nichts mit Liebe zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, dass das zwischen euch was Besonderes ist. Zumindest nicht eine besondere Liebe. Genau, und deswegen ist es eben häufig dann, dass das in dieser Dankbarkeits-Freundschaftskonstellation zwar in der Vergangenheit Ehen entstanden sind und auch Kinder und Friede, Freude, Eierkuchen vielleicht war, oder man sich das schön geredet hat, man hatte
die Harmonie, das Beisammensein. Ja, aber man hat halt dann auch irgendwann so das Sexuelle verloren, die Leidenschaft. Und das ist ja auch wichtig in einer Beziehung. Es geht nicht nur um Freundschaft und Harmonie. Da darf ja auch noch Feuer brennen. Aber nicht so toxisches Ups-and-Down-Feuer, sondern einfach die Leidenschaft, wie sie sein sollte. Nicht aus einem Streit und dann so, ja, Versöhnungssex oder so. Diese ganzen toxischen Sachen. Bleibt mir schon wieder die Stimme weg. Und das ist einfach, das ist nicht gesund. Und das ist keine Liebe und das ist keine Leidenschaft. Das ist toxisch. Und es ist wichtig, und deswegen sage ich das auch so ehrlich und direkt, dass wir das erkennen, um das eben lösen zu können. Und wir alle, behaupte ich jetzt einfach mal, kommentiert mich oder korrektiert mich, wenn es anders ist. Aber ich glaube, wir alle sind durch diese Phasen gegangen, durch diese Höhen und Tiefen. Und wir alle haben erfahren, was Liebe nicht ist und haben es aber mit Liebe verwechselt. Und jetzt, da-da-da-da, Trommelwirbel, jetzt kommen wir in Phase oder Stufe 3 zu dem, was Liebe wirklich ist. Liebe ist nicht Schmerz. Liebe ist nicht sich Sorgen machen. Liebe ist keine Dankbarkeit und Liebe ist auch keine Freundschaft. Das sage ich auch zu manchen, ja, die dann sagen, ja, wir sind ja schon so lang zusammen. Da sage ich, ja, aber dann seid doch befreundet. Ja, man muss ja, wenn ihr euch gut versteht, freundschaftlich, dann muss man ja nicht verheiratet oder ein Paar sein. Ja, dann könnt ihr ja auch Freunde bleiben. Und jeder sucht sich einen anderen Partner. Das können wir aber nicht, weil dann hat ja meistens einer Verlustangst und sagt, oh, jetzt bin ich alleine. Und wenn dann der andere jemanden hat und ich nicht und ich keinen mehr finde, ist das Liebe? Nee, das ist Verlustangst. Angst kann niemals Liebe sein. Weil wenn wir wirklich lieben, dann haben wir keine Angst, jemanden zu verlieren, weil was soll denn die Liebe, wovor soll denn die Liebe Angst haben? Wisst ihr, wenn ihr die Liebe in euch habt, dann hat die keine Angst, jemanden zu verlieren, weil ihr ja das in euch habt. Man hat nur Angst, jemanden zu verlieren, wenn man es selber nicht kann. Wenn ihr nicht kochen könnt und ihr habt einen Koch gehabt ein Leben lang, ja, dann habt ihr Angst, dass der mal weg ist, weil ihr sagt, oh, dann verhungere ich ja. Habe ich ja nichts Leckeres mehr zu essen. Aber wenn ihr gelernt habt, selber zu kochen, dann denkt ihr euch, auch schön, ich habe einen Koch, aber wenn der weg ist, ist mir egal, weil ich kann ja selber kochen. Wenn der kündigen will, sage ich, okay, du willst nicht mehr bei mir kochen, ja, okay, dann tschüss. Dann koche ich jetzt erstmal selber für mich und vielleicht kommt da ein neuer Koch. Und so ist es nämlich mit der Liebe auch. Wir sind abhängig geworden von der Liebe der anderen, die aber gar keine Liebe war. Und deswegen ist es in dieser Phase 3 so wichtig, weil viele von uns sich auch in der Übergangsphase befinden, vielleicht aktuell auch keinen Partner haben oder eine Trennung hinter sich, wo sie noch sagen, oh, vielleicht wäre ja doch und. Da kann ich euch beruhigen. Alles, was sich in Phase 1 oder 2 abgespielt hat, waren Partnerschaften, die zwischen dem Kopf geschlossen wurden. Ich sage mal die Kopfbeziehungen und nicht die Seelenpartner. Weil deinen Seelenpartner, den ziehst du über dein Herz an und zwar dann, wenn du dich öffnest und wenn du dich erstmal selber liebst. Dann ziehen wir Seelenpartner über unseren Herzmagneten an und das sind dann Menschen, die wirklich zu unserer Essenz, zu unserer Seele passen und nicht zu dem, was wir kreiert haben im Kopf. Schaut mal, ich zum Beispiel, ich war früher komplett anders. Also ich habe ein Leben geführt, was nicht meiner Seele entsprochen hat. Ich war die Schickimicki Daniela, die mit hohen Schuhen und Prada-Handtäschchen
durchs Leben gelaufen ist, niemals in der Natur war, weil war ja langweilig, da hat mich ja keiner gesehen. Ich war immer geschminkt, ich war immer auf Events. Ja, ich habe als Model gearbeitet und was ich nicht alles gemacht habe. Diese Persönlichkeit war nicht ich, sondern die hat sich mein Verstand manifestiert, weil ich so sein wollte. Und entsprechend, wenn man sich in so einem Milieu bewegt, da erstmal wird man den Seelenpartner gar nicht erkennen, weil wenn da so ein Naturbursche gekommen wäre, sage ich jetzt mal, hätte mich ja nicht interessiert, da hätte ich gesagt, was hast denn du für Schuhe an? So, was? Mit Rucksack? Mann mit Rucksack, um Gottes Willen. Nee, den hätte ich ja früher überhaupt nicht für voll genommen. Da hätte ich mir gedacht, so nö, gib mir erstmal ein Gläschen Champagner und dann reden wir weiter. Man hätte den gar nicht erkannt oder die. Und man wäre sich aber auch gar nicht begegnet, weil das ja völlig andere Welten sind. Ja, mein Seelenpartner begegne ich vielleicht jetzt beim Wandern oder Spazierengehen, aber nicht dort, wo ich damals war. Und deswegen ist es für mich immer so total witzig, weil ich jetzt eben auch durch meine Veränderung die Parallelen erkenne. Nicht die Parallelen, sondern auch die Veränderung. Ja, und erst wenn wir wirklich unser Innerstes, unsere Seele, unsere echten Gefühle nach außen tragen, authentisch sind und auch wirklich wir sind, dann begegnen wir den richtigen Menschen. Früher, ich mit meiner Maske hier, Schickimicki. Ich hätte doch auch meinen Seelenpartner, der hätte mich doch niemals gewollt, weil er gesagt hätte, oh Daniela, was ist denn unter der Maske eigentlich? Wie siehst du denn eigentlich in echt aus? Ja? Das wäre nicht nur so rum gewesen, dass ich den nicht erkannt hätte, der hätte mich ja auch nicht erkannt. Wer weiß, vielleicht hat er damals auch noch ein anderes Leben geführt. Wisst ihr, deswegen ist ja auch Authentizität so wichtig. Weil wenn wir uns verstellen, egal ob bewusst oder unbewusst, ziehen wir Menschen ins Leben, die sich auch verstellen. Und dann gaukelt man sich was vor, was man gar nicht ist. Wenn ich früher einen Mann geheiratet hätte mit meinem damaligen Ich, dann wäre das einer gewesen, der mich immer schick und Mickey hätte haben wollen. Und immer mit hohen Schuhen und immer, ach ja, und setz dich mal so hin und so und Daniela, bitte nicht so witzig, bitte nicht versauten Humor, das ist jetzt peinlich, Contenance. Da hätte ich mich auch gar nicht entfalten können. Und das ist eben in vielen Partnerschaften, dass genau das jetzt mehr und mehr passiert, dass sich der eine plötzlich zu verändern scheint. Und in Wahrheit zeigt er sein wahres Wesen. Und dann der andere aber vielleicht, der sich nicht verändert, sagt, ja, ich habe dich doch kennengelernt mit hohen Schüchen. Und jetzt läufst du mit Barfußschuhen rum. Jetzt finde ich dich nicht mehr so attraktiv, weil man sich nicht in die Seele verliebt hat, sondern in die Maske von dem Menschen. Und das ist keine Liebe. Wenn du dich ins Aussehen, in Äußerlichkeiten verliebst oder wenn jemand erfolgreich ist, verliebst du dich in seine kreierte Persönlichkeit, in seine Maske, in die Fassade und nicht in seine Seele. Erst wenn wir unsere Seele kennenlernen, unsere Seele leben, unser Wesen, unser Seelenwesen, das, was und wer wir wirklich sind, wenn wir das leben und nach außen kehren, dann begegnen wir Menschen, die genauso sind, und dann begegnen wir Menschen, die uns für das lieben, was wir im Herzen, in der Seele sind. Und dann, erst dann, ist es Liebe. Und dann ist es eine Liebe,
die nicht allein an Äußerlichkeiten geknüpft ist, an Altersunterschieden, wo der Kopf zum Beispiel sagen würde, ja, passt das denn vom Alter? Das interessiert ja die Seele nicht, weil die Seele sagt so, es kommt aufs Seelenalter an. Ja, ich kann mit einem zusammen sein, der 60 ist und der kann aber eine jüngere Seele sein. Und alle würden von außen sagen, oh Daniela, der ist aber alt. Dann würde ich sagen, ja, in Wahrheit ist der jünger. Ja? Oder es kann jemand jünger sein, aber die Seele kann älter sein. Schaut mal, wenn wir uns Heidi Klum von außen betrachten, würden wir sagen, oh, die ist aber mit einem Jungen zusammen. Was aber, wenn die Seele von ihrem Partner, fällt jetzt sein Name nicht ein, aber ihr wisst es schon, ja, der Sänger von Tokyo Hotel, was ist, wenn seine Seele in Wahrheit jünger ist als ihre? Ich glaube, das ist nicht so unwahrscheinlich. Wir von außen würden denken, das ist ja nicht normal. Vielleicht sind die aber in der Liebesbeziehung Stufe 3 und wir werten von außen und sagen, das ist ja nicht normal, das ist ja komisch, oh, Altersunterschied. Ja, da dürfen wir wirklich alle Glaubenssätze, Limitierungen und Denkmuster ablegen und uns auf Seelenebene begegnen, weil die Seele nicht bewertet oder verurteilt. Und das kann man nicht mit dem Kopf verstehen oder erklären. Deswegen, wenn du dir da irgendwo noch Gedanken machst, dann bist du im Verstand und nicht in der Seele, weil die Seele macht sich keine Sorgen und keine Gedanken. Mir hat kürzlich eine Freundin erzählt, oh Daniela, ich muss dir was sagen. Und ich so, Gott, was ist denn los? Ja, ich so, erzähl, ja, wenn du möchtest. Ja, ich habe es eigentlich noch keinem erzählt. Und ich so, ja, schieß doch los. Was ist denn los? Und die so, ja, ich habe ja so einen neuen Partner. Und ich so, ja, ist doch wunderschön. Passt es? Ja, versteht ihr euch? Behandelt ihr euch gut und so? Ja, ich bin total glücklich und es ist so schön und wir verstehen uns so gut und alles ist toll. Und ich so, ja, aber was ist denn das Problem? Ja, der ist, lasst mich lügen, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber halt einige Jahre älter. Und ich so, ja, was ist jetzt das Problem? Ja, ich traue mich das niemandem zu sagen, weil, ja, was können die anderen denken? Ja, was sagt die Daniela natürlich? Ja, was die anderen denken, ist doch egal. Wichtig ist, wie du dich mit ihm fühlst. Ja. Ich so, ja. Nicht ja, sondern yes. Ich so, ist doch schön. Ihr tut euch gut, ihr versteht euch, ihr liebt euch. Und es ist doch egal, was der eigene Verstand denkt oder was der Verstand der anderen denkt. Das ist doch völlig egal. Aber wisst ihr, so sind wir noch konditioniert, wie Partnerschaften sein sollten. Und diese Konditionierungen und Begrenzungen, die dürfen wir ablegen und löschen und zurückschicken dorthin, wo sie hergekommen sind. Aus dem Verstand. Häufig nicht aus unserem, sondern aus dem der anderen, die uns gesagt haben, wie was sein soll. Die uns gesagt haben, naja, wenn der Job passt, wenn der nett oder die nett ist, wenn das so und so ist, ja, dann passt doch alles. Ist Liebe, zack, heiraten, fertig, Kinder kriegen, yes. Für immer und ewig, Amen. Oh. Also wundert euch auch nicht, wenn diese Sachen auseinanderbrechen mehr und mehr und wehrt euch da auch nicht dagegen. Das ist ganz natürlich, dass es auch passiert, weil jeder Mensch, oder ne, nicht jeder, aber viele wollen jetzt Liebe, Phase, Stufe 3 erleben. 3, die Dreifaltigkeit, ja, die also auch so auf eine magische Zahl, ne? Ich liebe die 3. Das wird eine völlig neue Form an Partnerschaften und da dürfen wir uns öffnen, dass da das ein oder andere einfach anders ist als das, was unser Verstand kreieren würde.
Da wird sich in Zukunft vieles ändern, da wird in Zukunft vieles anders sein und da dürfen wir in Zukunft auch weniger bewerten oder andere verurteilen. Auch uns nicht verurteilen. Und das ist wichtig, da auch wirklich zu seinem Leben und zu seinen Gefühlen zu stehen und sich das nicht wegreden lassen von den Gedanken oder den Bewertungen der anderen, so diese Klischees. Ja, was weiß ich, hat er sich ja Jüngere gesucht. Ja, typisch, ne? Ist doch totaler Blödsinn. Das können wir doch von außen und vor allem das müssen wir von außen ja gar nicht bewerten. Ja, oder die Heidi, hat seinen Jüngeren. Ist er in der Krise? Nö, vielleicht ist er einfach nur verliebt. Vielleicht ist die ja glücklich. Wieso müssen wir das bewerten? Wieso müssen wir das komisch finden, weil sie älter ist als er? Was zählt, ist das Seelenalter. Das Seelenalter, nicht das weltliche Alter. Und deswegen auch noch mal zurück zu meiner Freundin. Wisst ihr, was ich ihr auch noch gesagt habe? Ich habe gesagt, jeder, der sich nicht dafür interessiert, wie du dich fühlst mit diesem Menschen, den darfst du auch gar nicht fragen um die Meinung oder da darfst du auch gar nicht für voll nehmen, was der sagt zu dir. Weil wenn ich sage, oh, ich bin verliebt und jemand sagt, oh, Alter, was weiß ich, jünger, älter, der interessiert sich doch gar nicht für meine Gefühle und der agiert auch nicht aus dem Gefühl heraus, sondern aus dem Verstand. Und Menschen, die aus dem Verstand agieren oder reden oder euch Tipps geben, die interessiert gar nicht wirklich, wie ihr euch fühlt, sondern bewerten aufgrund mentaler Konditionierungen. Die sind im Verstand und nicht im Gefühl. Deswegen, wenn mir jemand sowas erzählt, mir ist es egal, was jemand ist. Mir ist der Beruf egal. Ich frage nicht, oh, was macht dann oder sie, was verdient er, ja, wie alt. Ich sage, wie behandelt dich die Person und wie fühlst du dich mit der Person? Könnt ihr euch gut unterhalten? Habt ihr gute Gespräche? Respektiert dich der Mensch? Ist es auf Augenhöhe? Lässt er dich auch frei? Lässt er dich auch mal dein eigenes Ding machen? Weil die Liebe lässt auch frei. Die Liebe klammert nicht. Baut er dich auf? Oder sie, ne, der Partner? Ist es was Aufbauendes? Gibt es dir Kraft oder raubt es dir Kraft? Ja? Und das sind die Fragen, die wir uns in Zukunft stellen dürfen, nicht nur uns selber, sondern auch unseren Mitmenschen, um zu erkennen, was Liebe in Wahrheit ist. Losgelöst von Alter, losgelöst von Titeln, losgelöst von Äußerlichkeiten. Losgelöst von allem. Liebe auf Seelenebene. Liebe zwischen zwei Seelen und nicht zwischen zwei Köpfen. Die erdachte Liebe aus der Vergangenheit, können wir hinter uns lassen, weil die kann genau da bleiben, wo sie hingehört. In die Vergangenheit. Alles, was wir in der Vergangenheit als Liebe erfahren haben, war wichtig für unsere Entwicklung. Sei dankbar dafür. Ich bin auch für die Menschen, die mich am meisten verletzt haben, im Endeffekt am dankbarsten, weil die mich so viel gelehrt haben über mich selber. Also sei dankbar dafür, aber führt dieses Muster nicht fort. Erkennt es, löst es in euch. Und führt es nicht fort, nehmt es nicht mit in die Zukunft, denn da hat diese Art der Liebe nichts zu suchen. In Zukunft dürfen sich Seelenpartner vereinigen und verlieben und
wirkliche Liebe fühlen. Und dann ist es eine Liebe, wo du alles auf einmal hast. Wie ein Überraschungsei. Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade. Wo du alles hast. Freundschaft. Aber auch Leidenschaft. Denn Liebe vereint Freundschaft mit Leidenschaft. Denn wenn sich auch zwei Seelenpartner sexuell vereinigen, dann hat es nichts mehr mit dem zu tun, was wir in der Vergangenheit als Sex erfahren haben. Dann ist man angeschlossen am universellen Starkstrom. Ja, das ist Energie, die sich potenziert, die sich bündelt, die sich vereinigt und wo neue Schöpfung entsteht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar nicht aus dem Mangel, so, oh, ich bin unzufrieden, dann kriegt man halt mein Kind, ja, oder auch gehört dazu, ja, machen wir mal. Nee, das wird eine ganz andere Qualität haben. Und es soll jetzt nicht bewertend klingen, ja. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, alle Kinder, die in der Vergangenheit entstanden sind, die sind aus dem Mangel entstanden, aber, ja, darf jeder in sich selber hineinspüren. Und nichts, was in der Vergangenheit kreiert oder erschaffen wurde, ist ja schlecht per se. Also, ne, wir dürfen auch nicht alles schlecht machen. Wir müssen auch nicht alles schlecht machen. Es geht mir nicht darum, was schlecht zu machen, ja, oder was zu verurteilen oder abzuwerten. Nein, aber auch Kinder, die aus solchen Konstellationen, aus der ehrlichen Liebe, aus der bedingungslosen Liebe, entspringen und erzeugt werden. Das sind auch Seelen, die in den vergangenen Leben schon alle Verletzungen durchlebt und durchfühlt haben. Die müssen in diesem Leben nicht mehr verletzt werden. Wir, ich spreche jetzt mal in der Mehrzahl, mussten Verletzungen erleben, weil unsere Seele diese Aufgabe sich ausgesucht hat. Ich musste auch viele Dinge erleben, erfüllen, weil ich jetzt Menschen damit helfe. Aber ich weiß, wenn ich ein Kind haben sollte, werde ich dieses Muster nicht fortführen. Ich werde mein Kind nicht verletzen müssen und ich werde auch keine Seele als Kind bekommen, die diese Aufgabe hat oder die das erfahren möchte. Deswegen werden jetzt auch die Kinder, die erzeugt werden, erzeugt, gezeugt, produziert, ja, das werden andere Seelen sein als in der Vergangenheit. Auch sehr reife Seelen, sehr weise Seelen. Und schon das wird auch unserer Erde helfen, eine neue Form der Liebe von oben nach unten zu holen, zu integrieren, zu implementieren. Und das wird die Frequenz unserer Erde verändern und unser Gefühlsleben und ja, das wird wunderschön. Ich freue mich auf die überirdische Liebe, die wir erfahren dürfen. Und es ist für uns alle ein Weg und ein Prozess, wo wir uns auch eben durch die Stufen hochfühlen durften. Ja, die Gefühle sind wie eine Treppe zu sehen, wo wir einfach von unten nach oben steigen. Und wenn wir alles mal durchfühlt haben, dann kommen wir oben an bei den hohen, schönen Gefühlen und da macht das Leben dann erst richtig Spaß und da macht die Liebe dann auch erst richtig Spaß. Und lass dir nichts einreden, dass ja irgendwie nach ein paar Jahren ja, geht halt das Feuerchen aus und dann ist die Leidenschaft weg. Das ist nur dann der Fall, wenn man im Kopf die erdachte Liebe gelebt und gefühlt hat. Ja, die Seelenliebe, da wird die Leidenschaft nicht ausgehen, weil die brennt und die wird immer wieder brennen und sich neu entzünden. Ja, weil eben, wenn zwei Seelen in ihrer Kraft sind und die sich verbinden, vereinigen, dann bündelt sich die Energie und dann wird es nicht weniger. Das kann nicht weniger werden, rein technisch gesehen. Ja? Also Gefühle und Liebe,
Hat auch was mit Technik zu tun, mit Frequenzen, mit Schwingungen, ja, also gehört auch dazu. Und deswegen, auch rein technisch gesehen, wenn du in der Vergangenheit eben diese Kopfpartnerschaften hattest, musst du keine Angst haben, dass das dein Seelenpartner war. Das ist technisch gesehen auch nicht möglich. Auch wenn da noch Schmerz dran hängt. Nee, da kommt noch jemand, eine Person, die dich wirklich liebt und die du wirklich liebst und mit der du dich vollkommen fühlen darfst. Auf diesem Weg der Liebe wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und es darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich, dein Leben oder deinen Seelenpartner denken werden. Denn wichtig ist, wie du, wie ihr euch fühlt.